Menschen, mehr Jesus. Hey, die neue Mein Herz für sein Haus Season 2024 steht wieder vor der Tür. Was war das für ein Jahr? Es war so viel los. Wir haben Abschied genommen. Die Familie Kramer ist ins Allgäu gezogen. Und auch der Pastor Andreas mit den Standorten Bad Tölz und Dachau. Sie sind gerade auf dem Weg, sich einem anderen Netzwerk anzuschließen. Aber es gab auch einige Aufbrüche, einige Neustarts. Zum Beispiel ist die Pastorin Irmi jetzt die Standortpastorin in Mühldorf. Yes. Und wir haben für die Gesamtkirche eine neue Jugendleitung. Und das alles ist passiert neben regelmäßigen Gottesdiensten, wirklich richtig vielen Connect Groups, Power Nights, Power Days, Taufen, Bekehrungen und so weiter. Und was echt sehr begeisternd ist, wenn wir nur mal 12 Monate zurückschauen, ist, dass wir letztes Jahr bei Mein Herz für sein Haus über 160.000 Euro eingenommen haben. Dadurch haben wir viele Projekte verwirklichen können. Um mal nur die zwei größten zu nennen, ist Standort Erding hat zum ersten Mal neue Räume, yes. Zum ersten Mal eigene Räume. Standort Mühldorf haben wir große Kids-Räume noch dazu mieten können, was der Hammer ist. Und an den anderen Standorten sind einige Dinge passiert. Und das ist nur möglich, wenn alle von uns, wenn wir als ganze Kirche einfach Gott suchen in dem und unseren Teil dazu beitragen, auch finanziell, wenn wir uns im Glauben ausstrecken und Gott fragen, was wir geben sollen und dann mutig das auch tun. Und so werden dann einfach die Vision, die Gott für diese Region hat, die Gott für unsere Städte hat, kann dadurch möglich gemacht werden, dass mehr Menschen und viel, viel mehr Menschen Jesus kennenlernen und zu Jüngern von Jesus werden und Nachfolger von ihm. Es gibt viele spannende Projekte wieder dieses Jahr. Da wird dir dein Standortpastor noch mehr darüber erzählen oder du kannst es auf der Website lesen. Und eins der gesamtes Projekt von der Kirche 365 wird sein, dass wir einfach in die Diakonie 365, das ist unser Sozialwerk, yes. einfach hineinspenden als Gründungsstart sozusagen. Da sind wir richtig begeistert auch drüber. Mhm. Beten, hören, geben. Das ist auch heuer wieder das Motto, unter dem wir das Ganze stellen. Also wir beten und da ist jeder von uns einfach auch aufgefordert, zu sagen, hey, zu beten, Herr, was möchtest du, dass ich persönlich gebe in dieses Projekt? Hören ist dann, dass wir sagen, wir nehmen das an, wir hören von Gott, wir glauben Gott, dass wir von ihm hören und empfangen und geben. Wir sind dann einfach gehorsam und machen das, was wir von Gott empfangen haben. Und dazu haben wir dann am 8.12. die Gelegenheit, da werden wir diese große Sammlung vornehmen und einfach in das Projekt Mein Herz für sein Haus 2024 gehen. Mein Herz für sein Haus.